Hallo liebe Schüler und Schülerinnen in der 9. Klasse. Ich bin Frau Huda, die Deutschlehrerin. Heute sprechen wir über ein neues Thema, und zwar die additive Steigerung. Die additive Steigerung. Also, was bedeutet additive Steigerung? Zuerst wollen wir zusammen wissen, was ein Additiv ist. Adjektiv oder ein Adjektiv beschreibt, wie die Menschen oder wie die Sachen oder wie die Situationen sind. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, mein Vater ist toll, die Klasse ist groß, der Tag ist schön. Das ist ein Adjektiv. Die meisten Adjektiven werden gesteigert. Wir haben drei Formen von Adjektivsteigerung, von der Adjektivsteigerung. Positiv, Komparativ und Superlativ. Jetzt sprechen wir über der Positiv. Was ist Positiv? Positiv ist eine Grundstufe eines Adjektivs. Wie klein, schnell, gut. Wenn ich sage, das Auto ist schnell, das ist positiv, der Adjektiv hat keine Endung oder keine Deklination, der Adjektiv hier ist schnell. Das Zimmer ist groß, auch groß ist ein Adjektiv, aber hat keine Endung, hat keine Deklination. Einstein war genial und intelligent. Das ist die erste Stufe der Adjektivsteigerung. Die zweite Stufe ist der Komparativ. Was ist Komparativ? Komparativ vergleicht zwischen oder vergleicht zwei Personen oder zwei Sachen. Wie bildet man Komparativ? Wir schreiben die Adjektiv und wir fügen er plus als. Grün, grüner. Groß, großer, jung, junger. Noch einmal, wie bildet man Komparativ? Wir schreiben das Adjektiv und wir fügen am Ende des Adjektivs er. Okay? Wir haben jetzt ein Beispiel. Martin ist dick. Martin ist dick, hier ist positiv. Aber hier ist Komparativ. Peter ist dicker als Martin. Die dritte Form des Adjektivs oder der Adjektivsteigerung ist der Superlativ. Was ist der Superlativ? Der Superlativ ist die höchste Steigerungsform der Adjektiven. Also wie bildet man der Superlativ? Wir schreiben bevor das Adjektiv, wir schreiben am und das Adjektiv. Am Ende des Adjektivs wir fügen S-T-E-N oder E-S-T-E-N. Noch einmal, wir bilden den Superlativ, wir schreiben am bevor das Adjektiv und wir fügen am Ende des Adjektivs S-T-E-N. Grün, positiv, grüner, am grünesten. Groß, größer als, am größten. Hier groß beendet mit SZ, also wir fügen TEN, nicht STEN. Jung, junger, am jüngsten. Lassen wir uns zusammen ein Beispiel sehen. Europa ist groß, Afrika ist größer. Asien ist am größten. Groß, großer, am größten. Schön, schöner, am schönsten. Ein anderes Beispiel. Hier, das ist der Positiv. Das Auto ist schnell. Ja. Komparativ. Der Zug ist schneller als das Auto. Okay? Superlativ, der Superlativ, das Flugzeug ist ja am schnellsten. Super, am schnellsten.
Es gibt einige Adjektiven, die unregelmäßige Adjektive sind. Okay? Wie zum Beispiel gut, nicht guter oder am gutesten. Nein, gut ist unregelmäßiges Adjektiv. Also gut, besser, im Superlativ am besten. Viel, mehr, am meisten. Nicht vieler oder am vielesten. Nein, viel, mehr, am meisten. Diese Adjektive sind unregelmäßiges Adjektiv oder unregelmäßige Adjektive. Gern, lieber, am liebsten. Hoch, hoher, am höchsten. Nah, näher, am nächsten. Jetzt einige Übungen über die Adjektivsteigerung. Nummer 1. Marc spielt Fußball gut. Das Adjektiv hier ist gut im Positiv. Martin spielt, das ist Marc, aber Martin spielt, ja, wir haben hier als. Also Komparativ. Gut, ja, besser als. Besser als Marc. Aber Timo spielt am. Timo, ja, wir haben am. Am besten. Nummer 2. VW, das ist ein Auto, fährt schnell. Das Adjektiv hier ist schnell, im Positiv. Oder BMW fährt, ja, wir haben als, also schneller als. Schneller als VW. Aber Porsche fährt am, ja, am schnellsten. Super. Nummer 3. Hamburg ist schön. München ist super, ja, ist schöner als. Es ist komparativ. Aber Berlin ist genau am schnellsten. Ja, super. Am schönsten. Nummer 4. Sarah ist elegant. Martina ist, ja, eleganter. Aber Monika ist genau am intelligentesten. Hotelzone ist teuer. City Hotel ist teurer als. Aber Park Hotel ist am teuersten. Ja, gut, super. Dankeschön und auf Wiedersehen.